Hallihallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Tell Me Why, Kapitel 3. Catch anything? Mostly ice, but yeah. Tyler, I'm sorry for freaking out yesterday. All of this, it's just been really hard on me. Don't apologize. I was being an asshole. We should have never pushed you that hard. Come here. Why did I miss you so much? It's only been a day. I've been told I have that effect on people. You dumb dumb. Okay, so I need to show you something. What? You're kind of weirding me out. Can we sit down for a sec? So, what is it? I was just at Sam's. He's not our father. How do you know? I asked him, point blank. I'm not surprised. Burning down the barn didn't really seem like a Sam move. Yeah, I guess it was silly to suspect him in the first place. He'd never hurt Mary Ann's kids. There's something else. Look at this. This was taken in 1992 when Mary Ann first moved to Delos Crossing. See that ladder? Sam told me the barn has a loft. He helped her build it. Apparently, she never told anyone about it. And it's still there? As far as he knows, yeah. What do you think? Should we give it a shot? We've come this far. And a hidden loft? That's got secret shit written all over it. Let's go. Oh, gotcha. Snee. Oh, so süß die beiden. So süß. Oh, ich würde. Schön, 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 schön. Aber jetzt mal ohne Scheiß. Mess. That's not gonna help us get this house sold. Yeah, we got our deadbeat dad to thank for that. So obviously the ladder's gone, but what about that handle? Is it still here somewhere? What do you think is up there? I don't know. I'm trying not to speculate. My brain was going to some real dark places. Don't worry. Whatever's up there, I'll protect you. We'll see how chivalrous you feel when you've got bats in that perfectly coiffed hair. Mal kurz hier reingucken. Hier ist die Leiter auf jeden. Hier ist auf jeden Fall eine Leiter. Hier ist nichts zu finden. Dann gucken wir uns das Bildchen nochmal an. What do you think is up there? I don't know. I'm trying not to speculate. My brain was going to. Ich bräuchte einfach nur diese Leiter hier. Achso, ich beschütze dich. Ja, das hatten wir ja gerade schon. Don't worry. Whatever's up there. I'll protect you. We'll see how chivalrous you feel when you've got bats in that perfectly coiffed hair. I thought I saw something red over here, but I guess my mind's just playing tricks on me. Just a regular old light switch. Nothing here. Mm-hmm. The handle should be behind this. Mm-hmm. There it is. It's opening up. The secret keeper always did store all the best secrets in the clouds. Yep. Come on, let's find a way to climb up there. Ja, eine Leiter. Ich brauche nur eine Leiter. Leiter steht da hinten, habe ich schon gesehen. Wo? Can you see anything? Vor allem er sagt, nope. Er beschützt Nada. Sie. Aber lässt sie alleine als erstes hochgehen.
sieht ja schon cool aus, ne? Aber die Mutter hatte echt reichlich Fantasie. Ich hoffe echt, am Ende meine Theorien gehen auf. Here, found a switch. Holy shit. Well, that shaved a few years off my life. Hübsch. Ist echt sehr hübsch. Wow. It's her story. Look, she left us something. Oh nein, Rätselbox. It's got a combination lock with letters. Do you think she hid the code somewhere in all this? Knowing Marianne, probably. Well, you want to do this? Yeah, let's start here. Okay, bevor das jetzt hier aber weitergeht, muss ich jetzt aber hier noch was lesen. Und zwar haben wir... Die Kobolde treffen den Eistroll. Es war einmal in einem uralten tiefen Wald zwei lässige Kobolde, die noch wach waren, als es schon längst Schlafenszeit war. Da sagte der eine Kobold zum anderen, lass uns durch den Wald streifen. Die Kobolde streiften eigentlich nie mitten in der Nacht durch den Wald, sie wussten also nicht, was sie erwarten würde. Aber das schreckte sie nicht ab. Sie schlichen aus ihren Betten, zogen sich warm an und machten sich auf den Weg. Es war dunkel, das Mondlicht war gerade so hell, dass sie nicht gegen Bäume liefen, aber sie konnten kaum 5 Meter weit sehen. Jedes Mal, wenn irgendwo ein Zweig brach oder Laub raschelte, überlegten sie, ob sie lieber umkehren sollten. Doch sie gingen weiter und so entfernten sie sich immer weiter vom Haus, bis sie schließlich in einem Teil des Waldes waren, den sie nicht kannten. Da merkten sie, dass das Geräusch von brechenden Zweigen und raschelnden Blättern ihnen folgte. Dass etwas ihnen folgte. Sie wollten umkehren und weglaufen, aber da trat eine riesige Gestalt aus der Dunkelheit, die sie mit ihrer gewaltigen Hand aufhob und in einem Jutebeutel steckte. Die Kobolde schlugen um sich und schrien, aber der Beutel blieb verschlossen. Ihr Träger stapfte durch den Wald und sang Wiedel-Diedel-Dumm, Wiedel-Diedel-Dich. In diesem Beutel ist eine Mahlzeit für mich. Nachdem sie ausgiebig durchgerüttelt und durchgeschüttelt worden waren, öffnete sich der Beutel und die Kobolde fielen in einen großen, gusseisernen Topf mit viel Wasser, das sich gerade erwärmte. Vor ihnen stand ein riesiger Troll, der sie unter seinen buschigen weißen Augenbrauen angrinste. »Ich bin der Eistroll und ihr seid mein Abendessen.« Singend machte er sich daran, die Kobolde zu kochen. »Wiedel, diedel, dumm, dumm, diedel, dich. Bald gibt's eine leckere Suppe für mich.« Als er fertig gesungen hatte, bückte er sich, um das Feuer unter dem Topf zu schüren. Da stöhnte er vor Schmerzen auf und rieb sich den Rücken an der Stelle, die ihn immer wehtat. Unter sichtbaren Schmerzen richtete er sich auf und ging zu einer steinernen Anrichte, um Kartoffeln klein zu schneiden. Die Koboldin hatte eine Idee. Sie flüsterte ihrem Bruder zu, mach, was ich mache. Die Kobolde streckten sich im Wasser aus und seufzten zufrieden. Ah, sagte der eine Kobold, ich war noch nie so entspannt. Das tut so gut. Ich fühle mich, als könnte ich Bäume ausreißen, sagt der andere. Der Troll warf ihnen einen Blick zu. Sie konnten sich doch nicht darüber freuen, in einem Kochtopf zu sein. Aber genauso schien es zu sein. Troll, sagten die Kobolde, wenn du Rückenschmerzen hast, solltest du dich auch ins Wasser setzen, aber nur ganz kurz, bevor es zu heiß wird. Der Troll kam angestapft, aber wenn ich euch rausnehme, lauft ihr weg und dann gibt es keine Suppe für mich. Steck uns doch wieder in den Sack, schlugen die Kobolde vor, dann können wir nicht weglaufen. Diese Idee gefiel dem Troll. Die Stelle am Rücken schmerzte immer noch und die Kobolde konnten ja nicht weglaufen, wenn sie im Beutel waren. Also stopfte er sie wieder hinein und hängte ihn auf. Dann setzte er sich in den heißen Suppentopf, streckte sich und seufzte zufrieden. Aber währenddessen warfen sich die Kobolde im Beutel hin und her, sodass dieser anfing zu schwingen. Der Troll war so entspannt, dass er dies nicht einmal bemerkte. Da fiel der Beutel auf die Anrichte, auf der der Troll Kartoffeln klein geschnitten hatte. Die Kobolde wetzten den Beutel gegen das Messer, bis ein Loch in ihm war, und nahm dann Reis aus. Schließlich merkte der Troll, was vor sich ging, und schrie vor Wut laut auf. Aber als er aus dem Kochtopf klettern wollte, um den Kobolden hinterherzulaufen, stolperte er und fiel in die Flammen, sodass seine buschigen Augenbrauen Feuer fingen. Die Kobolde liefen so schnell sie nur konnten durch den uralten tiefen Wald, bis sie wieder sicher in ihren Höhle und in ihren Betten waren. Sie schworen sich nie wieder nachts durch den uralten tiefen Wald zu streifen, denn sie glaubten nicht, dass sie den Troll ein zweites Mal austricksen können würden. Und das war die Geschichte davon, wie die listigen Kobolde den Eistroll trafen, warum sie ihn nie wieder treffen würden. Okay. So, das ist da noch. 3 Stück haben wir noch. Ja, aber wir gucken jetzt erstmal her. Untersuchen.
Berühren. Oh mein Gott. Wir können das berühren. It seems like it's not doing anything. Okay. Maybe it's broken. Or maybe we just need to solve the puzzles in order. Oh. We're not done with the other one yet. Oh. Wait. Why are these pictures from the Book of Goblins here? I don't know. Oh. Warte mal, abstellen. That's the pious pelican spot. Oh. Guck mal. Crafty goblins go here. Oh. The mad hunter, always on the princess's trail. Haben wir echt alle gefunden? The wise princess goes in the big wooden house, of course. Moonhag's gotta be imprisoned in her lake. Den haben wir nicht. Ah! Irgendwas verloren. Hä, noch mehr? Here, the secret keeper, hiding secrets in the clouds. The old bear's gotta be in his ice cave. Back in your pond, big frog. There you go, stalwart moose. The ice king goes in the forest, obviously. We'll let the mangy muskrat have his rock back. Mir fehlen zwei. Zwei fehlen mir. Do you have any idea what the code might be? No. So we should probably see if Marianne hid anything before we go trying to guess. Mm-hmm. Why don't we solve this one first? Boah. It looks like that little piece should move, but it's stuck. Ich guck mir erst trotzdem alles an. Hey, I want to take a crack at this one before we try to figure out any others. Tyler, we're not done with this one. Ich will aber trotzdem erst gucken. Ja, okay, dann komm. Recognize this? Yeah. It's from the story where the goblins tricked the mad hunter. Mm-hmm, it looks like it, but it's different, right? Can you check the book? Wo sie den wilden Jäger austrickst. Das ist nicht das, oder? Nee, das ist der wilde Jäger und die... Well, here it is. Why do you think she changed the picture? I don't know. Maybe it's a message. Like, the differences between the two mean something. Something about Marianne, right? Since she's the princess? Yeah. Why don't we try to find them all and then see if it makes any sense? Okay. Links. Okay. Spot the differences. Ach so. Das. It moves. Oh. Some of these parts are buttons. The mad hunter still has two hands here. So this was either before the gold lady cut off his other one, or after he earned it back? Which either makes it before most of the stories, or after. Yeah, at some point when she was running away from whatever the hell the mad hunter meant to Marianne. Hä? Ich muss nochmal checken. Also das Schloss war nicht da, die Prinzessin war nicht da und die beiden Kobolde fehlen und das ist die zweite Hand, genau. So, nee, das war da. Das war auch da, das Schloss. Why do you think she added that castle in the background? See the color of the flag? It could be her mother's castle. It looks like the princess is running away from it. Mm-hmm. So Marianne ran away from home. And she grew up kind of rich? Das habe ich nämlich die ganze Zeit gedacht. Das habe ich die ganze Zeit gesagt, dass Marianne eigentlich von zu Hause, entweder von einem verheirateten, also von einem Mann, von einem Ehemann weggelaufen ist und deswegen die Kinder alleine großgezogen hat, oder dass sie von zu Hause weggelaufen ist, weil die Eltern, ne, kacke waren halt. So, das bleibt. Huh. No goblins. Ja. Yeah. In the original, the goblins managed to save the princess from the mad hunter. So we saved Marianne from something, but not in this version? Ja, das war's doch eigentlich, ne? Oder muss ich jetzt alles anklicken? Huh. A pink flower. Was that in the original picture? Ja. Nein. Or not.
Never mind. That's nothing. Eine blaue Blume war da auch. Does his smile look different to you? Nö. Maybe not. So, das sind zwei Dinger. Das sieht auch richtig aus. Und das sind... Ich finde, das ist richtig alles so. Figured anything out yet? Ach so. Ich stehe auf den Schlauch. I'm totally stumped. Well, first off, the title's different, right? Ach, das ist der Titel. It's not the same title, so I guess that counts as a difference. Ah! That's it. Whoa. What? Ich dachte, der dieser Mond gemeint, der da oben drüber ist, nicht der Titel, da habe ich gar nicht drauf geachtet. It's in there. Pictures, letters. Have you ever seen any of these? All the pictures of Marianne I've ever seen were the ones hanging on the walls. The gold lady. That was definitely her mom. So, did Marianne grow up kinda rich? Maybe. Would have been nice to have some of that. Hmm. Aw, poor thing. Why would she keep an old drawing of a pet in here? Mm-hmm. I can't believe she was a ballet dancer. Marianne. And a good one, too. God, that's so not her. Ein vielleicht ein strenges, reiches Elternhaus, wo sie nur machen musste? Wow, I don't think I've ever seen a picture of her that young. I think that's her mom in the background. An artsy environmentalist. Yep, that sounds like Marianne's exact kind of catnip. Did you know she studied engineering? No, but it looks like she changed her major to visual arts. I don't think she actually got it changed. The paper's not signed and it's all wrinkled. Like someone tried to throw it away. Marianne, ich kann das nicht mehr. Du verdienst mehr als klischeehaften Quatsch. Wie es liegt nicht an dir, sondern an mir. Aber um ehrlich zu sein, war alles einfach zu viel, um damit klarzukommen. Und ich habe festgestellt, dass ich noch nicht bereit bin. Vielleicht hätte es anders ausgesehen, wenn wir mit all dem alleine hätten fertig werden können, ohne den ständigen Druck deiner Mutter. Aber jetzt ist es nun mal, wie es ist und vermutlich zu spät, um daran etwas zu ändern. Es tut mir so leid, du bist ein toller Mensch und du hast mich zu einem besseren Mann gemacht. Ich hasse mich dafür, das zu tun, aber ich denke, dass wir beide besser dran sind, wenn wir uns trennen. Und schon komme ich wieder mit Klischees um die Ecke. Bitte bleib, wie du bist, hier, aber dennoch, fort, Brent. Could this guy have been any more cryptic? Tyler, see that little light? I think we need to solve this one next. Das kleine Licht, welches Licht? Achso, sie ist da. Gold Lady stays locked up in her castle. There's the Gold Lady again. She's all over the board. There was a figure of her in that stash by the Mad Hunter painting, right? Oh, yeah. So, maybe all of this is related to what we found in there. Was hat sie jetzt gerade erzählt? Ich hab's schon wieder vergessen. Figured anything out yet? Nee, erzähl mir das nochmal. So. I'm totally stumped. Die goldene Fürstin flüstert. I have no clue what's going on with this picture of the gold lady whispering. She seems to be whispering to one of these guys. Yeah. Maybe we should check out the breakup letter. Den Trennungsbrief. Ach ja, genau. Das war hier. Hey, I can move the piece next to the gold lady. All these pictures. They look like images from Marianne's life before Delos, don't they? Well, some of them do anyway. Maybe that's it then. We need to figure out which ones are real. The wise princess looks like she's trying to run away. And she's being watched by the gold lady. So. Nach dem Maschinenbau, oder? Da.
Unten, das ist ja da, das ist, glaube ich, ein Zeichen für Maschinenbau. Das wäre hier Arzt, das ist keine Ahnung was. Ballett. The princess dancing, playing violin, spinning wool. I guess this is stuff she did for fun. Notice how unhappy she looks in all these pictures. I don't think she was having any fun. Und hier der Vogel. Is the gold, is that it? It's opening. Ich bin gut. What's in there this time? Das Haus? Is that Carol? Yeah, and Sam. Look at him. He's so young and happy. Habe ich mich mit der Frau von Sam geirrt? Ja, aber er sagt, sie sagt ja, wirst du glücklich mit Laura, mit Laura. Ach, Herr Jemini, Mini. Salmonberry Park. Huh. Is that some kind of commune? Looks like it. So weird to imagine her living in a community like that. With, you know, other people. The weirdest part is how they all seem to love her. Where was prom queen Marianne when the whole town was turning on us? Oh, muss ich wieder viel lesen. Wow. She worked for a watchmaker in Juno before she moved to Delos. No wonder she was so handy. Mhm. Oh, aus dem Brief müssen wir uns wahrscheinlich wieder einiges merken. Her father. Oh. 17.05.96. Mary Ann, ich hoffe, der Brief kommt bei dir an, aber da du keine Kontaktdaten hinterlassen hast, muss ich ihn an deine Tante schicken und auf das Beste hoffen. Ich schreibe, um dir mitzuteilen, dass deine Mutter letzte Woche verstorben ist. Ihre Trauerfeier war heute, das Haus war den ganzen Tag lang voller Leute, Freunde, Familie, Kollegen und Kirchenmitglieder. Jetzt ist es 23 Uhr und ich sitze allein am Küchentisch, umringt von etlichen Speisen, Blumen und Beileidskarten. Deine Cousine Adi hat ein schönes Fotoalbum mit Urlaubsbildern aus La Conna mitgebracht. Du bist auf allen mit drauf, heute aber warst du nicht da. Seit 4 Jahren haben wir nichts von dir gehört und wir können nur hoffen, dass du gut in Alaska oder wo auch immer du dich gerade aufhältst angekommen bist und du und dein Kind in Sicherheit seid. Du und dein Kind? Aha. Deine Mutter... Also war sie schon schwanger, als sie abgehauen ist mit den beiden? Oder... Sie war mit einem anderen Kind schwanger, hat dieses aber verloren und dann die beiden mit einem hier in Alaska gezeugt. Das kann auch sein. Deine Mutter war jahrelang krank und depressiv. Du kannst dir sicher vorstellen, warum. Wegen des Kummers, von der eigenen Tochter gemieden zu werden und ihr Enkelkind nicht aufwachsen sehen zu können. Er breitete sich in ihrem Körper aus wie Krebs und hat sie komplett zerstört und all das Leiden nur, weil du wie ein launisches kleines Mädchen abgehauen bist, anstatt ihre Hilfe anzunehmen, als du außerehelich schwanger wurdest. Nachdem du das College abgebrochen hast und völlig pleite warst, sie hat dir ihre Hilfe nur angeboten, weil sie wusste, dass du noch nicht bereit bist, ein Kind großzuziehen, Mary Ann. Die Pflicht einer Mutter endet nicht, wenn das Kind das Haus verlässt. Jetzt bist du selber Mutter und ich hoffe, dass du anfängst zu verstehen, dass gute Erziehung nichts mit dem Verhätscheln von Kindern zu tun hat. Es geht darum, für sie zu sorgen und sie zu den Persönlichkeiten zu formen, die sie werden sollen, ob sie es wollen oder nicht. Ich werde dir nicht weiter zur Last fallen. Du hast deine Absichten deutlich gemacht. Ich dachte nur, dass du das wissen solltest. Ne? Achso. Dad. Toll. Okay, hart. What the hell? Ja, ja. Marianne was pregnant in 1992, before she even got here. Siehst du, das passt nicht. Die before sind us. Ja, genau, stimmt, die sind ja 64 geboren. Do we have a long lost sibling out there somewhere? It's possible, but 64, 94, she could have given it up or miscarried. Mhm. Who knows? Stimmt. Yeah, you're right. Mhm. Do you think we could track down her father? You mean the grandfather she never told us about? I don't think I want to. You're not at all excited about having more family. You saw the letter. I don't think we want any part of that. Fine, let's keep digging. Stimmt, die beiden sind ja, ich weiß jetzt nicht mehr, 94 oder 96 geboren. Das stimmt, passt nicht. Also doch, wie ich sagte, halt, ne? So, ist hier noch irgendwo ein Licht angegangen? Du verstehst das ja hier anscheinend. This just lit up, so I think we're supposed to try this one next. Okay. What's this? Hm. Some sort of map? Oh, okay. Boah, sie ist hier angefangen? That's the Gold Lady's Castle. Mhm.
Dann so. What's that plant thing on top? Oh, those are definitely salmonberry flowers. Hey, that degree in outdoor studies is paying off. Dann so. This is the princess's house. Dann so. Some sort of clock. This looks like a dinner. Damn it. Why is nothing happening? Was habe ich falsch gemacht? So, sie ist geflohen. Eines Tages nahm sie die Tiara und floh in den Wald. Warte mal, sie hat doch hier. Ich weiß nicht. Ich check's nicht. Sie lief von hier weg. Okay. Das ist auf jeden Fall richtig, so. Some sort of clock. So? What's that plant thing on top? This is the princess's house. This looks like a dinner. Come on. Okay, auch nicht. Ich versteh's gerade nicht. Ich muss. Warte mal. Ich muss überlegen. Ich habe noch 2 Minuten. Pass auf, wir machen das so. Das kann. Also, wir fangen nochmal von vorne an. Es muss das Schloss sein. Dann immer noch. Ich glaube, die. What's that plant thing on top? Lachsbeeren. Oh, those are definitely salmonberry flowers. Hey, that degree in outdoor studies is paying off. Dann die Uhr vielleicht. Dann das Haus, würde ich sagen. This is the princess's house. Und dann das. This looks like a dinner party with the old bear and the very old beaver. So war das. What's in there? Another letter? The princess's laws. Is this from the Book of Goblins? Not that I know of. Well, sure looks like it could be. Oh Gott. Der Verlust der Prinzessin. Es war einmal in einem uralten und tiefen Wald eine kluge Prinzessin, die in einem großen Holzhaus lebte. Ihre Reise durch den großen, weiten Wald bis zu diesem Haus hatte sie mit nicht mehr als den Kleidern auf dem Leib und einem einzigen Gedanken an ihr altes Leben bestritten. Einer strahlenden Tiara auf ihrer Flucht vor dem wilden Jäger hatte sie fast all ihr Hab und Gut verloren. Die Bäume rissen ihr den Rucksack von den Schultern und zerfetzten ihr Kleid, sodass sich dicke rote Striemen auf ihrer Haut bildeten. Doch die ganze Zeit hinweg drückte sie die Tiara eng an ihrer Brust, in der Furcht, womöglich zu stolpern und sie fallen zu lassen. Die Tiara hatte ihren eigenen Platz in dem großen Holzhaus, ein Kissen am Fenster, wo die Sonne auf ihre Oberfläche fiel und sie zum Glänzen brachte. Die Prinzessin konnte die Tiara stundenlang ansehen. Sie staunte über ihre Schönheit und ließ ihre Finger an ihren Kurven hinabgleiten. Jeden Morgen erwachte sie und widmete sich als erstes ihrem Schmuckstück. Sie polierte die gesamte Oberfläche, damit die Tiara im vollen Glanz erstrahlen konnte. Anschließend hob sie sie hoch, setzte sie sich auf den Kopf und schritt damit durch den Wald mit dem beruhigenden Gefühl der Vollständigkeit. Denn was war eine Prinzessin ohne eine Krone? Jeden Abend bettete sie die Tiara auf ihr Kissen, gab ihr einen guten Nachtkuss und ging zu Bett. Zuvor drehte sie sich noch einmal um, um sicherzugehen, dass die Krone noch da war. Sie hasste es, von ihr getrennt zu sein, doch sie wusste, dass die Tiara auf ihrem Kissen am sichersten war, während sie schlief. Es ist nicht die Rede von einer wirklichen Tiara, es ist die Rede von einem Kind.
Eines Nacht erwachte die Prinzessin durch einen mächtigen Sturm. Der Wind heulte um das ganze Haus und ließ die Fenster in ihren Rahmen erzittern. Aus Furcht, ein Windstoß könne eines der Fenster aufstoßen und die Tiara auf den Boden schleudern, nahm sie das Krönchen von seinem Kissen und brachte es zu sich ins Bett. Die ganze Nacht hindurch hielt sie die Tiara fest umschlungen und des Morgens erwachte sie mit dem Schmuckstück wohlbehalten in ihren Armen. Der Sturm war vorübergezogen und die Prinzessin war beruhigt. Dieser Tag verlief wie jeder andere Tag, außer dass die Prinzessin die Tiara womöglich noch ein wenig ausführlicher reinigte. Dankbar dafür, dass nichts geschehen war in dieser Nacht, legte sie die Tiara auf ihr Kissen, gab ihr einen Gute-Nacht-Kuss und ging zu Bett. Doch nicht, ohne sich noch einmal umzudrehen und sich zu vergewissern, dass die Krone immer noch auf ihrem Platz lag. Als sie am nächsten Morgen erwachte, spürte sie sogleich, dass etwas nicht stimmte. Die Tiara lag auf dem Boden des Wohnzimmers, zerbrochen. Und glanzlos. Ansonsten hatte sich nichts geändert. Das Kissen lag an genau jenem Platz, wo sie es niedergelegt hatte. Das Fenster war geschlossen, es hatte keinen Sturm gegeben und es gab keinerlei Hinweise darauf, dass etwas vorgefallen war. Nur die zerbrochene Tiara auf dem Boden. Sie hob sie auf und hielt sie schluchzend in ihren Armen. So sehr sie auch versuchte, sie zu kitten und zu polieren, so zwecklos blieben ihre Bemühungen. Doch die Tiara war nicht mehr zu retten und ihr letzter Glanz war erloschen. Hat jemand das Kind umgebracht? Die Prinzessin hielt die Tiara den Rest des Tages und die ganzen folgenden Nacht hindurch in ihren Armen. Reglos saß sie an dem Platz beim Fenster, wo sie die Krone stets poliert hatte. Als die Sonne aufging, blickte sie nach draußen und ihr Blick fiel auf ein Bäumchen. Sie erinnerte sich daran, wie dieses Bäumchen den Winter überlebt und sich der kalten, furchtlosen Erde erfolgreich widersetzt hatte. Ohne ein Wort ging sie hinaus und vergrub die Tiara in der Erde unter dem Bäumchen. Oh, mir wird gleich übel, ey. Als die letzten Bröckchen Erde fielen, war es ihr, als sei die Tiara nun endgültig fort und mit ihr die letzte Verbindung zu ihrem alten Selbst. Sie konnte nur vorausblicken und sich einen neuen Platz in dieser Welt schaffen. Eine Welt, in der sie nicht länger eine Prinzessin mit einer Tiara war, sondern bloß eine triste, glanzlose Frau, ganz allein in einem tiefen und uralten Wald. Und das war die Geschichte, wie die Prinzessin ihren kostbarsten Schatz verlor. Und ihren Titel. Das ist nicht die Rede von der Tiara. Das ist das Kind, was sie mit dem sie 92 schwanger war. Aber was ist mit dem Kind passiert? Die hat das Kind immer zum Schlafen, alles war in Ordnung und so. Und irgendwie war das Kind dann im Wohnzimmer und hat jemand das Kind umgebracht? Oder, und sie hat das unter dem Bäumchen vergraben. Oh, mir wird, oh, krieg ich Gänsehaut. Okay. Ja, das war's. And that was how the princess lost her most precious treasure and her title. That was the story she read us that night. God, it makes sense now. Yeah, she got pregnant. And she ran away to start a new life. And then she made her way to Delos Crossing, where she was finally happy. But then the baby died. Yep. I can't even imagine how she must have felt. She left everything behind, built a whole new life for him. And then he was just gone. I guess having us helps her move on. But when it looked like we were gonna be taken away, she snapped. She just couldn't lose any more children. It really wasn't anything we did. I don't know what I'm supposed to do with all this. I don't either, but all I wanted was to understand what happened to her. And now I do. Yeah. But we still haven't seen what's in that chest. Okay, so how do we open it? Scheiße, ich brauch mal hier so ein... Hey. I want to take a crack at this one before we try to figure out any others. Why don't we solve this one first?
The princess lost her most precious treasure. That's why it all happened. I still can't wrap my head around it. Ich muss mal hier speichern, hallo? The princess lost her most precious... Right? Should be easy enough. Warte mal, hier die Dingens. Okay. Ein O, ein L, ein E. Oli? Why don't we just break this open? There's a crowbar right downstairs. What? No. You don't want to try and figure out what all this means? I'm so done with her riddles. Okay, da steht jetzt Oli, aber ich denke, ich muss das... Orange ist E, gelb ist O und rot ist L. Okay, rot ist L. That crowbar is sounding pretty nice right now. Das ist E. Und das ist O. Leo. Leo. Yes. Hat immer noch nicht gespeichert. Ich muss Ende machen. Okay. Wow. Did it just get darker in here? Mhm. A baby blanket. Oh mein Gott, da wird einem richtig übel, ey. Ollie, she noticed. Meine beiden Lieben, Allison und Ollie. Ah, sie hieß früher Olivia, möchte ich verwetten. Mein Gott, ich muss Ende machen. Meine beiden Lieben, Allison und Ollie, wir schreiben Geschichten, um zu verstehen und verstanden zu werden. Aber welche Geschichte kommt schon ohne ersten Akt aus? Es tut mir leid, dass ich meinen so lange vor euch geheim hielt. In Liebe an meine Kobolde. Why does she have a photo of that tree locked in here? Ja, weil das der Baum ist, an dem das erste Kind begraben wurde. Oh. Leo. Is that... Leo Ronan. Oh. Why didn't she tell us about him? Why didn't she tell us any of this? I mean, it's fucking terrible. That's why... Allie, did we do the right thing opening this? We did. It's better we know what happened, even if it's hard. And there's one more thing we need to see. Are you sure? Yes. Come on, let's go to the dock. It's time to finish this. Gespeichert. Hey, now that we're done with the important stuff, maybe we can take a crack at these. Okay, meine Lieben, ich muss jetzt Schluss machen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.